Höchst beeindruckend, Rätsel sind die Nahrung des Verstandes. Ich glaube, ich guck mal in die letzte Folge rein, was uns so übrig geblieben ist. Was? Ich guck mal in die letzte Folge unserer richtigen Aufnahme, also oder unseres alten Spielstandes rein, weil da sind wir ja durch einen Prozess durch gewesen, müsste eigentlich alles soweit noch mit dabei sein. So, das war 158, jetzt muss ich mal leiser machen, bla bla bla. Das ist einzigartig. Ja. So, das ist die Folge. Okay, nee, ich muss doch früher gucken. Gucken wir mal, wo war denn das? Wo war denn der Prozess vorbei? Danach wurde das doch eigentlich angezeigt, ne? Ja. Ich guck gerade. Fortsetzung folgt, bla bla bla. Ich finde leider dazu gar nichts. Oder ist das... Oder war das Kapitel dann erst... Nee, was haben wir hier? Fortsetzung folgt. Kapitel 5. Aber es wird mir nirgends angezeigt, dass wir noch irgendwo Rätsel vergessen hätten. Ein Rätsel. Oder das war vor dem... Moment, ich guck mal vor dem Ganzen. Oh Mann, ey. Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Können Sie auch einfach lösen. Oder was war das denn für ein langer Prozess hier? Nö, nö, nö. Ich ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. So, gucken wir mal. Und der Prozess... Ah, okay. Pass auf, wir haben noch nicht Zugunglück gehabt. Wir hatten schon dieses, was wir gerade eben gemacht haben. Blühende Blumen hatten wir schon. Aber ich würde es halt gern der Vollständigkeit halber nochmal machen. Ja. Weil wer weiß, ob wir den Spielstand nicht bis zum Ende spielen. Blühende Blumen. So. Eine Blume mit einzigartigen Blütenblättern steht im Garten? Blüht im Garten. Die Blätter sind aber nicht richtig angeordnet. Die Blütenfee findet, dass jedes Blütenblatt neben einem anderen mit derselben Farbe oder Form sein sollte. Mhm. Berühre die Blütenblätter, um sie abzureißen und an eine andere Stelle zu schieben. Ordne sie so an, dass sie den Vorstellungen der Blütenfee entsprechen. Okay. Stimmt, an das erinnere ich mich. Mhm. Wie war denn das noch? Also. Schnipp. Oh, Joey. Ich sehe nix. Der tanzt mir auf der Nase rum. Musst du dich jetzt hier putzen? Ich versuche irgendwie dran vorbeizuschauen an ihm, aber... Die Farbe ist aber nicht... Oh Gott. Also am besten das... Dann... Das... Dann... So... Nee, dann muss ich ja was Blaues daneben haben. Erstmal so, dass alle dran sind. So, jetzt haben wir hier was... So eins, also hier funktioniert's, aber jetzt muss man hier gucken, was wir da haben können. Oh Gott, was gibt's denn noch für welche? Oder das kommt irgendwo in eine Mitte? Das ist eine gute Idee. So, zwischen die beiden, weil es eine einzelne Farbe ist. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir... Das austauschen. Ey, ich glaube, es ist schon. Nee, noch nicht. Das hier ist noch nicht richtig. Hä? Was war jetzt nochmal die Vorgabe? Nicht gleiche Farbe und nicht gleiche Form, doch, oder? Doch, gleiche Farbe oder gleiche Form, beides. Also entweder oder. Mindestens. Ah, ich dachte weder das eine noch das andere. Nee. Okay, jetzt denke ich gerade, was bastelst du da überhaupt für einen Schmarrn? Ich bastel die so zusammen, dass die... Okay, dann stimmt's. Nee, noch nicht. Ja, noch nicht, aber... Aber wenn ich jetzt das mache und dann das wieder austausche, das bringt mir auch nicht wirklich was. So, dann bräuchte ich ja wieder was Blaues. Mal überlegen, wie kann man sich das vereinfachen? Wir haben... Ah.
Also an sich, das und das und das ist ja schon mal schön so. Das hier kann nicht als letztes in irgendwas sein. Also das muss ja weiter übergehen in so eins. Aber wie dann? Oder ich probiere mal was anderes. Nee, Moment. Ich glaube, das hier ist schon mal so richtig, diese Anordnung. Aber es muss ja am Ende irgendwo wieder... Das mit dem Blauen, das geht ja nicht überein. Also gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt das nehme. Das dahin. Aha. Ich glaube, ich hab's jetzt. Sieht ja, gut aus. Tatsache. Okay, das haben wir schon mal wieder geschafft. Ein Gentleman-Lehrling ist immer zur Stelle. Oh. Wunderbar. Jo. So, jetzt haben wir nur noch welche, die wir auch tatsächlich... Ich kann das nochmal zeigen in dem... Hier, das waren die Rätsel. Moment mal. Ach nee, hier stehen die mit drin. Nee, stehen sie nicht. Oh, das, ich kann das gerade nicht zeigen, weil... Also auf jeden Fall, ich kann es mal vorlesen. 26 Mäusebande, 29 Wagen ziehen, 31 Tiere verstauen und 39 Zugunglück, welches ich schon gemacht habe. Wir schon gemacht haben. Du bist ja dazugekommen wieder. Die stehen da auch so drin. Und das ist in Part Nummer 102. Du lieber Gott. Schon so ja. Und der ist von... Gucken wir mal. Oh, 31. März 2016 steht hier. Da wurde es erstellt. Über ein Jahr. Ja. Mäusebande. Was? Ist es erst über ein Jahr her, dass wir den letzten Fall angefangen, den letzten Prozess angefangen haben? Blablabla. Oh, die sind so süß. Acht Mäuse wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die blaue Gruppe besteht aus braven, ehrlichen Mäusen. Die orangene Gruppe besteht aus verschlagenen Mäusen. Ordne die acht Mäuse im unteren Bildschirm nach dem Vorbild der Mäuse im oberen Bildschirm den richtigen Gruppen zu. Hm? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du musst jetzt rausfinden... Okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht so. Du musst jetzt schauen, welche von diesen Miniaturen den Bildern entsprechen. Na, warte mal, haben die auch bestimmte Schwanz... Ja, die haben auf jeden Fall bestimmte Schwanzformen, sehe ich. Auch unten? Ah ja. Bist du dir sicher? Den hätte ich jetzt gerade nach links, weil er die Krone aufhat. Aber der hat so einen Schwanz, der so ist wie bei dem einen Bösen da. Dem Bösen unten rechts. Auch wieder wahr. Aber wo ist dann der mit der Krone? Aber da passt die Farbe von der Maus auch irgendwie nicht. Ach, weiß ich nicht. Ich frag mich sowieso, was... Also, ich glaube, ich brauche einen Tipp. Ich verstehe es auch nicht ganz. Bei mich, weil ich glaube, die können sich anziehen, wie sie wollen. Das kann man ja verändern. Aber die Schwänze... Und die Haut, also die Mausfarbe auch nicht, ne? Ach so, aber naja, die Schwanzform kann man ja theoretisch auch, aber wonach ordnen wir dann? Weil das ist ein Rätsel, das einen sehr zu Rassismus anstiftet, oder? Naja. Ja, weil oder beziehungsweise zu Oberflächlichkeit. Also mir fällt auf, dass links die helleren Mäuse sind. Also dieses Mäuschen wäre ja dann zum Beispiel... Ja. Ja, ich meine, die Schwanzform, die kann man ja tatsächlich ändern, aber die Hautfarbe nicht. Das ist so... Also die Fellfarbe in dem Fall. Ich brauche trotzdem einen Tipp. Ich will einen Tipp, weil ich habe echt keine Ahnung, was die hier von einem wollen. Nee, ich auch nicht. Mach. Die
graue Maus mit der Krone gehört in die orange Gruppe. Also doch. Weil ich glaube, es ist diese komische mit dem Zauberhut dort. Ja, müsste. So, dann haben wir hier die, die gehört auch in diese Gruppe. Das ist diese Zaubermaus. Der Zauberer. Ja. Der Zauberer von Maus. Die ganz schwarze. Die sind eigentlich alle so von. Also, das ist tatsächlich irgendwie. Aber wo haben wir jetzt so eine gelbliche? Das ist dann wohl die? Dann haben wir hier. Aber ja, das ist die Badenmaus und das. Warte mal. Hat irgendeine Maus einen Riss im Ohr? Nicht wirklich. Das sieht man nicht zumindest, wenn es so ist. Ja. Komisch. Ich brauche noch einen Tipp. Die Maus mit dem weißen Bart gehört in die orange Gruppe. Was? Auch? Zum Beispiel? Nee. Aber wieso? Ja. Links ist doch einer mit dem weißen Bart. Ja, okay. Mäuse haben keinen Bart. Der ist angeklebt. Okay, ich verstehe das also nicht. Also glaube ich. Moment, das ist diese komische Maus, die dort so in der Mitte, so mittig steht, glaube ich, in der orangen Gruppe. Wirklich? Setz sie mal in die Mitte, damit wir es besser identifizieren können. Ja. Das ist der Typ. Das hier könnte immer noch der sein. Dann. Der hier hat so eine. Nee, der hier hat eine Narbe im Gesicht. Den wollte ich. Moment, nochmal runter, den da hoch. Das könnte diese komische. Ja. So. Keine Ahnung, was da jetzt. Also das hier ist wirklich diese komische Maus, denke ich. Aber wer ist denn zum Beispiel die. Das ist echt schwierig. Ich habe echt keine Ahnung, nach welchem Schema das laufen soll. Ich auch nicht. Also die Schwanzform ist es auf jeden Fall nett. Noch ein Tipp. Die Maus mit der Krone und die Maus mit dem haben zwei Dinge gemeinsam. Wenn du herausfinden kannst, welche das sind. Maus mit Schnurrbart, Maus mit Krone. Die haben was gemeinsam. Was haben die denn gemeinsam? Super Tipp. Na, soll ja auch ein Rätsel bleiben. Warte mal. Der Schwanz ist es nicht, die Ohren, die Farbe eigentlich, finde ich. Wenn überhaupt. Also, lustigerweise, die mit dem, das ist auch nicht. Das dahin? Das so? Ich habe auch echt keine Ahnung, was mit den Mäusen sein soll. Ich bin nicht so ein oberflächlicher Typ, dass mir das auffallen würde. Super Tipp. Ja, mach. Okay. Ich will das jetzt wissen. Am Ende lösen wir es. Oh, verflucht. Ist das. Die zeigen nach unten. Nach unten. Oh. Wer soll denn bitte darauf kommen? Okay. Dann verstehe ich das jetzt auch. Meine Güte. Oh, die guten Mäuse haben also einen Schwanz, der nach oben zeigt. Am Ende. Diese dicke hier zum Beispiel. Die ist ja auch. Also, die kräuselt sich erst, geht aber dann schlussendlich auch nach oben. Eieieiei, da kommt doch kein normaler Mensch drauf.
Ah, immer dieser Schwanzvergleich. Gesprochen wie der Lehrling des Professors. Schlimm. Ja. Maus gezeichnet! Die Kleidung und Farben der Mäuse sind völlig egal. Ja, richtig. Es geht nur darum... In welche Richtung der Schwanz zeigt. Merkt euch das. Das ist eine Lehre in Toleranz und... Und Umgang mit euren Mitmenschen. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe sie haben, wo sie herkommen, welche Religion sie haben, wie sie aussehen und sowas. Es geht einfach nur darum, in welche Richtung ihr Schwanz zeigt. Ich will sie nicht überfallen. Schauen Sie doch, mein Schwanz zeigt nach oben. wie überfallen? Ich denke da gerade an was anderes. Ich möchte sie nicht sexuell missbrauchen. Sehen Sie doch. Oh, oh Mann.